65 Meter hohe Strommasten wie diese mitten in der ursprünglichen Landschaft der Fränkischen Schweiz? Der im Norden erzeugte Strom muss in den Süden Bayerns und deshalb durch Oberfranken. Für zwei Kommunen im Landkreis Bayreuth kommt das recht plötzlich, weil Landrat Hermann Hübner die Neuigkeit ohne Vorankündigung im Bayreuther Kreisausschuss verkündet. Denn immerhin, die sogenannte Gleichstrompassage Südost als Lückenschluss zwischen Halle in Sachsen-Anhalt und Augsburg steht im Bundesbedarfsplan auf Platz 5. Wenn wir informiert werden über den Beginn eines Verfahrens, dann haben A, die Mitglieder unserer Gremien das Recht, das zu erfahren. Das war unsere erste Sitzung nach dieser Info, also 3 Wochen nachher. Und es haben auch die Bürger das Recht, das zu erfahren. Hier in der Gemeinde Aufsess könnte demnächst eine Starkstromleitung entstehen, die mitten durchs Gemeindegebiet quasi mehr oder weniger die Natur zerstören würde. Vielleicht auch große Masten würden hier stehen. Herr Bäuerlein, was sagen Sie denn dazu, dass hier eventuell eine Gleichstromleitung, heißt es ja ganz genau, verlegt werden soll? Also momentan bin ich sehr überrascht von der Vorgehensweise, wie wir informiert wurden. Also ich habe erst die letzte Woche offiziell erfahren. Und das wäre meiner Meinung nach schon eine Belastung für die Natur, für die Landschaft vor allen Dingen. Und ich sage das jetzt so, es wäre ein Frevel, mitten durchs Paradies, durchs fränkische Paradies hier diese Leitung zu bauen. Auch nur im wenige Kilometer entfernten Hollfeld hält sich die Begeisterung für die Stromleitung in Grenzen. Fürs Landschaftsbild, wir sind hier ein sehr kleinflächiger Landschaftsbereich, finde ich das schon sehr, sehr störend. Also es ist schon eine belastende Sache, die zusätzlich dazukommt. Und wenn man das so über Nacht erfährt, finde ich das mehr als enttäuschend. Allerdings stehen in Oberfranken 3 Korridore zur Auswahl. Zum einen ab Töpen bei Hof entlang der A93 durch die Landkreise Hof und Wunsiedel. Dann parallel zur A9 ebenfalls durch den Landkreis Hof über Bayreuth. Bad Lobenstein oder Sonneberg durch die Landkreise Coburg, Kronach, Bayreuth und Lichtenfels. Dieser Korridor gilt laut Netzbetreiber Amprion als wahrscheinlichster wegen der geringen Leistungsverluste. Bin ich nicht begeistert. Die sollen woanders wohnen. Na, schön wäre es jetzt für die Natur und für die Landschaft nicht, wenn das hier vorbeigehen würde. So schön ist das eigentlich dann nicht, ne? Ich dachte, es ist unterirdisch vielleicht. Anfang Dezember will Amprion in sämtlichen betroffenen Regionen über die Pläne informieren. Und da herrscht dann vielleicht auch etwas mehr Klarheit.